Hey Leute, dieses Video ist ein vollkommen nacktes Video. Nicht zu verwechseln mit einem nackten Typen, das bin ich definitiv nicht. Ich würde mich niemals von der Kamera ausziehen. Ich wüsste doch nicht mehr, warum man das machen sollte. Aber egal, ist ein anderes Thema. Dieses Video auf jeden Fall ist ein nacktes Video. Das heißt, kein Intro, keine Musik, keine schnörkeligen Animationen, um diesen wunderbaren Kanal aufgrund seines Contents zu abonnieren und erst recht kein Verweis auf meine Social Media Kanäle. Das Einzige, was jetzt hier in diesem Video relevant ist, ist die Message. Kamera an, Message, Kamera aus, hochladen, fertig. Ein klassisches Urgestein-Videoformat, wenn ihr so wollt. Und was ist die Message? Die Message ist, ich möchte mich bei euch bedanken. Bedanken? Warum? Warum möchtest du dich jetzt gerade bei mir bedanken? Verstehe ich nicht. Kann ich dir gerne sagen. 2020 war für uns alle ja ein richtig bescheidenes Jahr. Man möchte eigentlich sogar sagen, ein beschissenes Jahr. Covid-19 hat seit Februar quasi unser aller Leben geprägt und meistens tatsächlich zum Negativen. Nicht nur, dass wir allesamt vom Lockdown betroffen waren, nein, die einen sind vielleicht sogar direkt und unmittelbar von Covid-19 betroffen gewesen, andere indirekt, weil sie in der Familie oder im Freundeskreis positiv getestete Fälle hatten. Und so gesehen hat jeder dieses Jahr ein enormes Päckchen, glaube ich, zum Tragen gehabt. Und vor 5 Jahren wurde mir ja mal unterstellt, ich würde in jedem Video erwähnen, dass ich damals zumindest noch Medizin studiert habe, inzwischen aber Arzt bin und das eigentlich quasi so als Aushängeschild benutze. Was ich gerade ja getan habe, ich habe ja gerade schon wieder erwähnt, was ich beruflich mache. Aber genau wie damals in den Videos, wo ich das erwähnt habe, gibt es auch in diesem Video jetzt eine unmittelbare Konnektion zwischen, wie gesagt, meiner hauptberuflichen Tätigkeit und diesem YouTube-Kanal. Ansonsten würde ich das gar nicht erwähnen. Es ist noch nicht mal eine Nice-to-Know-Information. Es hat also immer einen Stellenwert und eine Relevanz, dass ich das erwähne, weil ich dadurch ein Thema einleiten möchte. Und dieses Thema heißt in diesem Fall Danksagung an die Cineasten-Crew. Warum? Im Februar 2020 habe ich bei uns im Krankenhaus angefangen, auf der Covid-19-Station zu arbeiten. Ich habe das auch bis zuletzt, bis ich aufgrund meiner Rückenprobleme ausgefallen bin, leider Gottes, auch durchgezogen. Ja, und ich habe leichte Verläufe von Covid-19 gesehen, ich habe schwere Verläufe gesehen, ich habe Leute auf die Intensivstation aufnehmen müssen, ich habe Leute beim Sterben begleiten müssen. Und manchmal, das werdet ihr vielleicht kennen oder schon mal gehört haben, sagt man ja auch, beim Sterben begleiten dürfen. Dann denkt man sich, oh, wieso sterben, das möchte man doch eigentlich nicht. Für mich persönlich gehört Leben und Sterben zueinander wie zwei Seiten einer Medaille. Das ist untrennbar miteinander verwoben. Das Sterben gehört zum Leben dazu. Was jetzt aber bei Covid-19 besonders gewesen ist, ist, dass eben auch nicht vorerkrankte Menschen, dass junge Menschen oder auch alte Menschen, die ohne Covid-19 niemals ihr Leben verloren hätten, von uns gegangen sind. Und das in einer Art und Weise und in einer Anzahl, was ich, seitdem ich arbeite, so noch nie erlebt habe. Ja? Natürlich kommt es vor, dass mal Menschen sterben. Ja? Also, wir sind ja auch keine Götter in Weiß, auch wenn einige das irgendwie auf naive Art und Weise immer noch glauben mögen. Aber ich persönlich bin halt der festen Überzeugung, das Sterben gehört auch irgendwann einfach dazu. Wenn dann nach Möglichkeit eben genau auch der Zeitraum gekommen ist, der Zeitpunkt gekommen ist, wo der Körper nach Möglichkeit von sich aus sagt, ich bin fertig, ich habe genug. Aber während Covid-19 läuft das leider nicht so. Im Gegenteil. Da sind auf einmal junge Menschen, die in der ersten Woche noch echt gut drauf sind und dann sind sie tot. Und das ist bundesweit ja Thema gewesen. Das haben wir überall mitbekommen. Das haben wir ganz schrecklich auch in Italien mitverfolgen müssen. Es waren ganz schwere Monate, allen voran jetzt in dem Zeitraum Februar bis April, Mai. Das war ganz, ganz schrecklich. Und wir sind ja jetzt quasi in den letzten Monaten quasi im Rahmen der zweiten Welle nochmal ordentlich auch getroffen worden. Und das geht ja auch nicht an uns spurlos vorbei. Das geht auch nicht an mir spurlos vorbei. Das beschäftigt mich. Und ich habe das hier auf diesem Kanal niemals, glaube ich, so direkt thematisiert, wie ich es jetzt getan habe. Und ich werde auch definitiv das wahrscheinlich nicht noch einmal machen und ich werde auch nicht darüber hinaus
gehen, euch sonst noch Einblicke in meine sonstige Welt, Alltagswelt, Berufswelt zu geben. Weil ich glaube, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das kann ich vertreten. Auch was Datenschutz und so ein Kram angeht, das ist ja Jacke wie Hose jetzt gerade, ist ja nichts von Belang gerade dabei gewesen. Aber das ist auch etwas, was ich glaube, ich aus Pietätsgründen verantworten kann, euch so mitzuteilen. Ja, das ist belastend. Okay. Und dann kommst du nach Hause. Und das ist jetzt die Krux. Jetzt kommst du nach Hause und da steht deine kleine Tochter und möchte, dass du sie in den Arm nimmst. Aber bevor du diese alltäglichen Rituale machst, mit der kleinen spielen, sie knuddeln, sie abknutschen und das natürlich auch mit deiner Frau machst, natürlich, weil du dich einfach freust, nach Hause zu kommen, musst du dir erst einmal, weil du die Sorge haben musst, auch wenn die Chance nur so gering im Promillebereich liegt, du musst dir erstmal die potenziell mit nach Hause gebrachte Schütte von der Arbeit abwaschen. Und erst dann kannst du dich deinen Liebsten einigermaßen mit einem ruhigen Gewissen nähern, obwohl das ganze Thema Covid-19 immer noch als stiller Begleiter mit im Raum ist. Es ist zum Glück nicht bewusst im Raum, aber es ist unterbewusst immer so als Schleier da. Leider Gottes, Medien, soziale Medien, es ist innerhalb von Minuten trotzdem natürlich wieder das Thema im Raum, weil halt dann vibriert das Handy, Live-Tickers springen an, dann gibt es hier einen Podcast, dann gibt es da einen Extra, dann gibt es da einen Brennpunkt, dann kommen da die Nachrichten. Es ist, du wirst überflutet. Covid-19, 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 du kannst dich nicht davor wehren. 24/7 und das seit 12 Monaten geführt, nur Covid-19. Das ist auf Dauer natürlich auch theoretisch zumindest zermürbend. Und ich sage euch ganz ehrlich, es gab auch Tage, da bin ich auch ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen, dann war es einfach unerträglich, weil es dann eben bei der Arbeit auch manchmal scheiße gelaufen ist. Punkt. Ist einfach so. Da hatte ich auch nicht unbedingt Bock, jetzt hier mich oben hinzusetzen, aber ich habe es dann trotzdem irgendwann geschafft, sobald meine Frau mit der Kleinen schlafen gegangen ist. Und das hat mehrere Gründe. Warum habe ich das gemacht? Einerseits, weil das Motto dieses Kanals, beziehungsweise nicht das Motto, dazu komme ich später, die Motivation dieses Kanals gewesen ist, für mich einen Ausgleich ursprünglich zum Studium darzustellen. Nun bin ich aber fertig mit dem Studium, jetzt brauchte ich einen Ausgleich von der Arbeit und den brauche ich natürlich schon seit 3 Jahren, seitdem ich arbeite, aber dieses Jahr, 2020, brauchte ich diesen Ausgleich wie nie zuvor. Das war so fundamental wichtig, dass ich hier in meine kleine abgeschiedene Welt gehen konnte. Nicht, um mich irgendwie auszuklammern und all das, was um mich herum passiert, zu verdrängen. Im Gegenteil, das wäre ja hochpathologisch. Aber auf jeden Fall meine Gedanken und meine Konzentration auf etwas anderes als auf Covid-19 zu richten, das ist fundamental wichtig gewesen für mich. Ne? Und natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, gut. Aber du machst doch die YouTube-Videos eh für dich. Ich meine, du setzt dich ja hier oben hin und nimmst dich auf und dann lädst du das hoch und dann bums, ist doch fertig. Und das ist eben genau jetzt der zweite Punkt. Abseits der Motivation habe ich ja auch noch hier eine Art von Motto, eine gewisse Leitkultur, die ich hier lebe. Und das ist eben nicht diese selbstinszenatorische Art und Weise, die viele YouTuber meiner Ansicht nach tatsächlich an den Tag legen. Sprich, sich aufzeichnen, hochladen, dann sagen, guck mal, da bin ich im Fernsehen. Das ist überhaupt nicht meine Art. Meine Art dagegen ist einfach frei Schnauze in die Kamera zu sprechen und so häufig ich mich auch verhaspeln mag, ich lade das Ding am Ende trotzdem hoch, weil ich glaube, dass die Leute, die sich das Video am Ende angucken, trotzdem wissen, was ich meine. Und das ist, glaube ich, genau der springende Punkt, auf den ich nämlich jetzt auch hinauskommen möchte. Das, was nämlich hier auf diesem Kanal die Leitkultur darstellt, das zentrale Element, was ich versuche zu leben, ist Diskussionskultur par excellence. Ich möchte einfach, dass wir nicht verlernen zu diskutieren. Und wenn wir bei dem Thema Film anfangen, dann ist da, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz großer Beitrag dabei, um auch der Diskussionskultur, was größere Themen anbelangt, wieder mehr Zuspruch zukommen zu lassen. Wir alle haben doch auch mitbekommen, was im Rahmen der Covid-19-Pandemie für Gestalten auf einmal aus den Internetlöchern gekrochen sind, die überhaupt nicht mehr in der Lage waren zu diskutieren, sondern direkt beleidigt haben. Und auf der anderen Seite alle diejenigen, die natürlich auch meiner Ansicht nach sehr intelligente Sachen von sich gegeben haben, wurden von solchen Leuten getriggert und haben teilweise über die anderen Leute gesprochen. Und am Ende war es noch ein großer Shitstorm. Alle haben gegeneinander irgendwie, aber
keiner mehr miteinander. Und das ist etwas, was ich hier auf diesem Kanal erstens nie wollte und zum Glück auch nur ganz, ganz selten beobachten musste und da natürlich dann auch immer direkt interveniert habe. Ich möchte, und das habe ich hier dieses Jahr so intensivst auch wahrgenommen, mit euch diskutieren. Ich möchte aber auch eine Kultur und eine Umgebung fördern, in der ihr untereinander in den Kommentaren über besagte Filme, über besagte Filmthematik diskutieren könnt. Und zwar auf Augenhöhe, miteinander. Vielleicht auch mit mir, wenn ich darauf reagiere. Ich reagiere nicht häufig drauf. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Und in gewisser Weise bin ich stolz darauf, dass wir das dieses Jahr so konsequent durchgezogen haben und sogar noch weiter auf die Spitze getrieben haben, in Form der Livestreams und auch in Form überhaupt der Frequenz, in der auf einmal Kommentare unter meinen Videos aufgepoppt sind. Das fand ich richtig, richtig klasse. Und dafür möchte ich Danke sagen. Danke dafür, dass ihr es ermöglicht, durch eure Art, wie ihr auf meine Videos reagiert, mir weiterhin Motivation zuzuschieben, dass ich abseits diesen Alltages, den ich habe, trotzdem immer noch Bock habe, hier hochzukommen, mich vor die Kamera zu setzen und einfach frei Schnauze in die Kamera über einen Film zu reden, den ich kürzlich vielleicht gesehen habe. Oder auch über ganz andere Themen zu sprechen, die nach Möglichkeit aber natürlich mit dem Thema Film zu tun haben. Das ist fundamental wichtig. Punkt 1. Und Punkt 2. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr solch klasse Menschen seid, mit denen man diskutieren kann und die man auch getrost mal für ein paar Tage unter den Videos, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, auch unter sich lassen kann, weil man weiß, da sind vernünftige Menschen, die wissen einfach, wie man miteinander umgeht. Ja? Und das hat jetzt überhaupt nichts, auch wenn es vielleicht so klang, etwas von Bevormundung. Im Gegenteil, ich bin einfach froh, dass ich manchmal auch für ein paar Tage, wenn es so viel zu tun ist bei der Arbeit, weiß, dass der Kanal jetzt nicht von den Kommentaren her auf einmal unter die Räder gerät, weil ich weiß, hier, auch wenn ich nur 1500 Abonnenten habe, aber von diesen 1500 sind 1500 richtig grundsolide Charaktere dabei, die wissen, wie man miteinander umgeht. Und genau deswegen bin ich auch so froh, dass dieser Kanal trotz einer gewissen Qualitätssteigerung über die Jahre hinweg immer noch nicht explodiert ist, weil man da natürlich dann auch immer Gefahr läuft, dass irgendwie solche faulen Äpfel auch dabei sind, die dann einfach nur die Welt brennen sehen möchten. Und ich bin froh, dass wir versuchen, die Welt dagegen, um den einen oder anderen Brand zu erleichtern, sprich die Welt auch zu löschen. Und dafür gebührt euch wirklich mein allergrößtes und herzlichstes Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video geworden ist, aber ich bin de facto hier jetzt auch am Ende meiner Message angelangt und wünsche euch jetzt einfach ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Es sind jetzt noch ein paar Tage bis zum Heiligen Abend, aber aufgrund meiner Problematik im Rücken weiß ich nicht, inwieweit ich tatsächlich in der Lage sein werde, auch noch in den kommenden Tagen mal wieder Videos zu machen. Ich muss mich tatsächlich schonen und glaub mir, dieses Video jetzt zu machen, ist mir sichtlich schwer gefallen, weil es auch schmerztechnisch gerade so auszuhalten ist, zu sitzen. Ich darf zum Glück auch sitzen, aber ich darf es nicht so lange und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt auch dieses Video als One-Take über die Bühne gebracht habe. Vielen, vielen Dank noch einmal an alle, die meine Videos regelmäßig schauen. Es ist mir eine wirkliche Ehre für euch, diesen Kanal hier zu betreiben, weil ohne euch würde ich diesen Kanal längst links liegen lassen. Und ich glaube, das spricht für sich. Das war's von mir, liebe Freunde der Nacht. Und vergesst es bitte niemals, Filme sind einfach geil.